Herzlich willkommen zu den 5 gruseligsten Internet-, Snapchat- und WhatsApp-Geschichten. Sowohl das Internet als auch Apps wie WhatsApp, Facebook oder Snapchat benutzen wir alle täglich. Ob wir nun einmal etwas auf Facebook nachgucken wollen oder rumsurfen, Freunden schreiben oder sich die Snapchat-Stories von allen möglichen Personen anzusehen. Mit diesem Zeitvertreib verbringen wir Menschen viele, viele Stunden am Tag. Umso gruseliger ist es, wenn man plötzlich Geschichten liest, die davon zeugen, dass manchmal diese so alltäglichen und normalen Dinge viel gruseliger sind, als man denkt. Ich habe für euch 5 gruselige Internet-, Snapchat- und WhatsApp-Geschichten rausgesucht. Viel Spaß! Webcamman.jpg. Die erste Geschichte handelt von einem Studenten, der vor seiner Fakultät von einem alten Mann einen Laptop und $500 in die Hand gedrückt bekommt. Dieser alte Mann bittet ihn darum, seinen Laptop zu reparieren, da bisher jedes Geschäft sagte, dass sie kein Problem feststellen können. Da der Student immer Geld braucht und Geld gerne annimmt, stimmt er zu und nimmt den Laptop mit zu sich nach Hause. Er überprüft den ganzen Laptop und kann zu Beginn nichts feststellen. Internet geht, Audio geht, alles scheint zu funktionieren und perfekt zu sein. Jedenfalls so lange, bis er die Kamera des Laptops untersucht. Er klickt auf einen Link, der lediglich Webcam heißt und wird auf eine Seite gebracht mit dem Titel webcamman.jpg. Hier konnte man nicht viel machen außer Fotos. Er machte ein paar Fotos von sich und guckte diese danach auch direkt an. Als er die Bilder ansah, erschrak er. Zu sehen war er, so wie es eigentlich auch sein sollte, aber etwas entfernt hinter ihm stand eine seltsame Schaufensterpuppe, die jedes Bild, das er machte, scheinbar etwas näher an ihn herankam. Plötzlich tauchte ein Pop-up auf, das sagt: Ich bin du. Er klickte das Pop-up sofort weg, doch plötzlich luden die Bilder neu und der Stuhl, auf dem er eigentlich saß, war plötzlich auf den Bildern leer. Und er stand hinter dem Stuhl, mit einem emotionslosen Gesichtsausdruck, wie ihn nur eine Schaufensterfigur haben könnte. Er rannte zu seinen Eltern, um Hilfe zu holen, doch dort, wo sie waren, lagen nur 2 Schaufensterfiguren auf dem Boden. Ich will die Geschichte nicht bis zum Schluss spoilern. Doch von hier aus wird es noch seltsamer. Annie96 is typing. Die wohl gruseligste WhatsApp-Geschichte, die es gibt, ist Annie96 is typing. Sie handelt von 2 Freunden, die miteinander eines Abends schreiben. Plötzlich bekommt das Mädchen Angst, weil sie eine Person in ihrem Garten sieht, die sie zuerst für ihren Freund hält. Mit dem Freund, mit dem sie eigentlich gerade schreibt. Doch dieser verneint es, da er gerade zu Hause ist, und beweist ihr das auch. Dinge entwickeln sich schnell und die Person, die vorher scheinbar im Garten irgendetwas vergrub oder ausgrub, gelingt irgendwie in die Wohnung des jungen Mädchens. Das Mädchen versteckt sich im Kleiderschrank aus Angst vor dem Einbrecher, aber schreibt weiterhin mit ihrem Freund, welcher bereits die Polizei gerufen hat. Doch ohne Vorwarnung ändert sich das Gespräch vom Thema. Und alles wird deutlich gruseliger. Die ganze Geschichte sieht aus wie ein gewöhnlicher Chat bei WhatsApp und wer diese Geschichte sehen will, kann einmal in die Videobeschreibung klicken, denn dort ist das Video verlinkt. Fake Community. Viele von uns werden es kennen, man ist auf Facebook oder Twitter und irgendwer spielt einem einen Streich und erstellt ein Fake-Profil zu dem eigenen Namen. Meistens sind dies nur kleine Späße, die schnell wieder behoben werden können. Doch manchmal sind diese Situationen keine Späße. So ist es auch bei der Geschichte Fake Community. Diese Geschichte handelt von einem Jungen, der bemerkt, dass seine Freundin auf Facebook mit einem Fake-Profil von ihm zusammen ist. Alle untersuchen dieses Profil genauer und ihnen fällt auf, dass es nicht nur ein Fake-Profil ist. Sie finden um die 20 weiteren Profile von Freunden von sich und auch von sich selbst. Alle interagieren miteinander, posten die gleichen Dinge wie die echten Profile. Doch manchmal posten sie auch Dinge, die niemand von ihnen gepostet hat. Es sind Menschen, die sich als sie ausgeben und miteinander ein normales Gespräch führen. Besonders gruselig wird es aber, als sie bemerken, dass Dinge gepostet wurden von Ereignissen, von denen sie niemanden erzählten. So waren sie zum Beispiel einmal im Disneyland und posteten darüber nichts. Doch ihr Fake-Profil postete sogar ein Bild von dem Tag und schrieb, dass es ein unvergesslicher, schöner Ausflug war. Wer auch immer diese Community von Fake-Profilen betrieb, verfolgte die echten Personen. Sie riefen sofort die Polizei, doch niemand konnte ihnen helfen. Irgendwann aus dem Nichts hörte alles auf. Die Profile posten nichts mehr und alles war still. Doch die Profile im Internet gab es immer noch. 3 Sekunden. Das folgende ist nicht nur eine gruselige kurze Geschichte, sondern auch ein Kurzfilm auf YouTube. Und zwar ein Kurzfilm, der von der App Snapchat handelt.
In ihr bekommt eine junge Frau mitten in der Nacht eine Benachrichtigung, dass jemand ihr ein Bild auf Snapchat geschickt hat. Der Name kommt ihr nicht bekannt vor und sie öffnet noch leicht verschlafen das Bild. Zu sehen ist sie auf dem Bild, während sie in ihrem Bett liegt und schläft, mit dem Text: "Hab ich dich geweckt?" Sie ist verwundert, aber vermutet, dass es ihr Freund gewesen ist, aber die Wohnung ist leer. Sie schreibt ihn per WhatsApp an und legt sich dann wieder schlafen. Doch schon kurze Zeit, nachdem sie wieder eingeschlafen ist, kam ein neues Bild. Auch dieses öffnete sie wieder und sah erneut ein Bild von ihr schlafend. Allerdings wurde diesmal ihr ein blondes Haar gemalt und ein Kleid. Zudem stand der Text auf dem Bild "Schlafende Schönheit". Sie durchsucht die gesamte Wohnung, doch kann niemanden finden, weder im Schrank noch unterm Bett noch sonst wo. Erneut legt sie sich ins Bett und schläft verängstigt ein. Und dieses Mal wird sie von einem Video auf Snapchat geweckt. Man sieht sie, wie sie im Bett wühlt und im Schlaf leise spricht mit dem Text: "Bleib bitte ruhig." Sie sieht sich erneut um, doch plötzlich passiert etwas Komisches. Irgendetwas kommt in ihren Raum und hält sie gefangen. Es wirkt wie eine Art Geist, der sie festhält, und man sieht immer wieder das Snapchat-Symbol mit dem kleinen weißen Geist. Kurz vor dem Schluss öffnet sie die Augen und den Mund, als wäre sie gerade gestorben und jemand rammt ein Messer in ihren Bauch. Während sie da tot liegt, wird ein Filter über sie geschoben, sodass Regenbögen aus ihrem Mund kommen. Das Problem mit Snapchat. Diese Geschichte handelt von John, der ein relativ abgeschiedenes Leben von jeglichen Sozialen führte. Meistens sah sein Abend exakt gleich aus. Er kam abends vom Fußballtraining nach Hause und spielte ein paar Runden FIFA, bevor er ins Bett ging. Und so war es diesen Abend auch. Er spielte so um die 9 Spiele und wollte dann regulär ins Bett gehen. Er öffnete noch einmal vom Schlafengehen sein Handy, um zu sehen, ob jemand was wollte, doch es war nichts da. Keine WhatsApp-Nachricht, keine Facebook-Mitteilung und kein Snapchat-Bild. Alles war ruhig. Und das war meistens so. Er stöpselte sein Handy an die Steckdose und schlief innerhalb weniger Sekunden tief ein. Die Nacht ging schnell um und er schlief tief und fest. Als er am nächsten Morgen übermüdet sein Handy greifen wollte, war es aber nicht da, wo er es hingelegt hatte. Das Handy war von der Steckdose abgestöpselt und lag auf der anderen Seite seines Bettes. Er machte sich eigentlich keine großen Gedanken darüber, da er dachte, er hätte es irgendwann mitten in der Nacht übermüdet getan und kann sich einfach daran nicht erinnern. Er setzte sich im Bett auf und öffnete sein Handy. Und das war seltsam. Während er schlief, hatte er 12 Snapchat-Benachrichtigungen von den unterschiedlichsten Leuten bekommen. Er war extrem verwundert, denn es waren Bilder von Freunden, Leuten, die er seit Jahren nicht mehr gesehen hatte und sogar von dem hübschen Mädchen ein paar Räume weiter dem Flur entlang lebt. Er öffnete alle Bilder nacheinander und bekam eine Gänsehaut. Jede Person auf den Bildern hatte den gleichen verstörten Gesichtsausdruck. Und jeder schrieb unter das Bild: "Wer ist der Mann, der neben dir liegt?" Das war diese Liste. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin. Tschüss.